ich sage einfach, solche Cyberangriffe, auch solche, wie das in der Doktrin ja auch Russlands heißt, hybride Auseinandersetzungen gehören heute zum Alltag. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Dazu müssen wir auch die Menschen sehr informieren. Und ansonsten müssen wir unsere politischen Überzeugungen klar weiter zum Ausdruck bringen. Also man darf sich davon auch nicht irritieren lassen. Man muss nur wissen, dass es so etwas gibt und lernen, damit zu leben.